Servus Leute, grüß dich, servus alle miteinander. Ja, ich möchte ein ganz kurzes Video, und zwar in Sachen, wieder einmal, in Sachen Selbstverteidigung, Self-Defense. Ja. Da möchte ich ein paar Sachen erklären und eine Sache zeigen. Ich möchte aber wieder ein paar Sachen einfach zeigen, wo ich mir denke, das könnte für den einen oder anderen, für die Allgemeinheit etwas sei zur Verteidigung. Gell? Stinkt dir, du. Aus. Aus ist das. Gell? Generell Selbstverteidigung. Es kennt meine Einstellung dazu. Schwierig, ganz ein schwieriges Thema. Und es wisst es vielleicht von dem letzten Video, das schon ein, sicher schon ein Jahr her ist, wo ich ein paar Sachen vorgestellt habe, was ich davon halte, wenn Frauen, Hausfrauen, Mütter glauben, sie machen jetzt einen 10-Stunden-Kurs in Selbstverteidigung. Was man oft einmal sieht, gell, wenn sie so die Hausfrauen, Mütter, die entlang ausbilden, dass wenn sie gerade dabei haben, im Kofferraum ein Ding eichen tun und von hinten einer kommt, wie man den überwältigt und anwehrt. Na, das geht nicht. Vergesst das. Gell? Vergesst es einfach. Prävention ist wichtig. Unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Schüler, aber auch Männer, gell? Also, ich nehme da die Männer nicht aus. Gell? Das sind nicht als Fighter, das sind nicht als Ringer, das sind nicht als Kämpfer. Gell? Das sind nicht als Kämpfer. Juris, sind nicht als Kämpfer. Ja, eins nicht, nein, sondern präventiv handeln. Das heißt, ich habe gewisse Sachen mit. Da gibt es wunderbare Sirenen, das Handy in der Hand gehalten, wenn ich in die Tiefgarage gehe, wenn ich in eine dunkle Straße gehe, oft schalte ich das Handy ein. Tue so, wie wenn ich mit jemandem rede, das Handy in der Hand halten. Gell? Auch nur so mit Gier in der Hand halten. Aber schauen, dass es leuchtet, dass jeder sieht, aha, der hat das Handy an der Hand. Gell? Ja. Ganz klar, hilft schon viel. Das hilft schon narrisch viel. Ja. Und es gibt halt ein paar Sachen auch zu Hause und vor allem in der Survival-Situation, gell? Wo ich mich vielleicht wirklich einmal selbst verteidigen muss oder in der Survival-Situation mir Nahrung beschaffen muss, an Hosen oder irgendwas, an kleinen Nager. Ja? Und dazu zu den anderen Sachen. Selbstverteidigung für Frauen, für der Hohen. Wir kommen dazu, ein anderes Video. Heute bleiben wir bei der Survival-Situation. Und da möchte ich ein Ding vorstellen. Pocketschutz. Ja? Pocketschutz. So schaut das aus. Stahlkugeln, bisschen der Umwelt zuliebe, mit, da gibt es Tarnkugeln zum Trainieren, wenn man im Wald oder irgendwo trainiert. Gell? Ansonsten nimmt man schon Stahlkugeln her. Ich schiebe mir die jetzt einfach einmal ein, die Stahlkugel, und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ganz ein einfach, gibt es natürlich in verschiedenen Formen, gell? Diese Gummi, das heißt in verschiedenen Stärken. Gell? Ja, ja, gibt es die. Man hebt das so, spannt die, visiert an und lässt aus. Gell?
Bloß rein und es ist wieder bereit. Ja, ja. Da ist ein Deckel dabei, den schieben wir dabei ein. Ja. Und in der Survival-Situation ist das wirklich eine Waffe. Und auch in der Selbstverteidigung. Home Events zum Beispiel. Ja. Leute, wenn ich da 5 Kugeln rein tue, oder 10, ja, ich brauche das nicht, weil das ist schwierig, mit dem gezielt auf einen kleinen Hasen oder was zu zielen oder auf einen Kopf zu zielen eines Hasens oder irgendetwas. Gell? Schwierig, ja, mit einer Kugel. Da braucht es viel, viel Training. Aber es gibt, ich krieg das, einen Teil für das, ja, der ist viel länger, der ist so lang. Das heißt, ich krieg das nicht, sondern ich hole das schon daheim. Ja. Ich kann damit Pfeile abschießen. Ich kann damit, wie mit einem Schrott, mehrere Kugeln rein tun. 3, 4, 10. Ja. Und oft ist das wie ein Schrottgeschoss. Ja. Und da ist natürlich nachher die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann das Stickel trifft, den Hosen. Oder auch im Home-Events, also in der Heimverteidigung, jemanden abwehr, viel, viel größer. Ja. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn ich die ins Gesicht kriege, unfassbar, gell, kann unter Umständen am richtigen Platz tödlich wirken. Ja. Das Auge ist kaputt, das ist ganz klar. Ja. Also, ich zeige euch das jetzt einmal, wie das ungefähr funktioniert. Eine Kugel. Wir nehmen einmal zuerst eine Kugel einfach. Gell? Ja. Ich hoffe, dass ich nicht an die Kamera einschieße, ja. Ja. Sondern knapp vorbei. Ja. Ich nehme das auch so, ja. Und schieße. Und da ist wirklich Schmackes dahinter. Komm mal, hier. Komm hier. Komm hier. Brav ist sie. So brav ist sie, die Weile. Ja. Ich muss aber wieder auf den Hund ein bisschen schauen, gell? Ja, so brav ist sie, gell? Ja, die ist sehr, sehr brav von meiner Ala, gell? Und schon groß geworden, ja? Und jetzt, wenn ich das jetzt aber, also diese Kugeln, gell? Also die fliegen, die echten 20 Meter, Pfeilsgrad, ja? Auch wie eine Gewehrkugel, gell? Also ich weiß nicht, mit wie viel kmh, das müsst ihr ein bisschen nachlesen. Pocket Shot heißt das Ding. Kostet nicht die Welt. Gibt es mit Reservegummi dabei. Gibt es mit, ich habe das auch so mit einem, wie man einen Sturmschleuder hebt, gell, wo man das einspannen kann. Ja, wo man da mit einem richtigen professionellen Sturmschleuder, perfekt für solche Sachen. Einfach nur genial, muss ich dazu sagen. Ohne viel Training. Und wenn ich nachher mehrere Kugeln rein tue, gell, schau. Ich nehme jetzt da zum Beispiel einfach einmal 2, 4, 6, 7 Kugeln. Die tue ich da rein. Ja. Nimm das ganze Backtel da. Ja. Nimm das ganze Backtel. Ja. Ziel da. Ja. Habt ihr gehört? An dem Baum unten. Kritik hat es getan. Gell? Ja. Also, ein kurzes Video. Und vor allem, ich habe immer wenn ich da ein paar Kugeln habe, die tue ich da rein. Tu den Deckel drauf und ich habe diese Waffe unter Anführungszeichen, gell, immer mit. Gell. Ich tue da tu das leicht drauf, dann tue ich die Luft alle raus, stopfe das unten rein, seht ihr das? Da unten rein, ja, damit der Sack nicht voll Luft ist und tue das zu und das hebt so. Ja. Das ist ein Vakuum.
Und das ist der ganze Teil. Ja. Da gibt es Schauzeichen, Pocket. Schott. In diesem Sinne. Komm hier. Komm hier. Hier. Nala. Komm hier. Bravisse. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt aufeinander auf, macht keinen Scheiß, macht keinen Blödsinn und legt sein Knie selber um und die andere auch nicht und schaut auf eure Nachbarn, Kinder und vor allem auf die Familie und die Freunde. Enka Didi, Selbstverteidigung, Survival.